Test, Test, Test. Hört man mich? Wenn ja, schreib einfach mal ein Ja. Ich warte noch ein bisschen, bis ein paar Leute kommen. Wow. 4.500. Ich hoffe, der wahre Mephisto ist auch mit einem Fake-Account und hört mir gut zu. Erstmal grüße euch. Mein Name ist Arafat. Ich bin gut drauf. Ihr wundert euch alle, warum jetzt auf einmal, warum ich anfange zu reden und. Ja? Ich will nicht viel reden. Ich erzähle euch drei Themen. Sehr, sehr kurz und bündig. Und nur wahrheitsgemäß. Ich lege mich mit jedem an. Das erste Thema ist, erstmal, ich habe deinen Post gesehen, genau dieses Thema. Gebissene Hunde bellen und du hast reagiert, weil du Angst hast vor der Wahrheit. Das zweite Thema ist, also das erste Thema ist diese 31er-Geschichte. Das zweite Thema ist Shindy, warum er erpresst wird, warum er nicht bei EGJ ist. Das dritte Thema ist, muss ich mal überlegen, da war noch ein Thema. Bonnie M. Ich schulde euch die Antwort, was der Unterschied ist zwischen Bonnie M. und Bushido. Der Unterschied zwischen Bonnie M. und Bushido, Bonnie M. wurde mal Jahre später aufgeflogen, weil sie nicht gesungen haben. Sie haben nur die Lippen bewegt. Ja? Und ein anderer hat geschrieben, die Beats gemacht und gesungen im Hintergrund. Und das war, glaube ich, zwei Frauen und zwei Männer. Ihr könnt die googeln. Bonnie M., die haben auch coole Lieder. Ja, die wurden aufgeflogen, ja, enttarnt, dass sie nicht singen, nur Lippen bewegen. Bushido ist etwas anders. Weil er sagt ja, ein Bushido-Beat. Bushido hat noch nie in seinem Leben ein Beat gemacht. Noch nie in seinem Leben. Er kann keine Beats machen. Er kann gar nichts. Er kann weder schreiben, noch irgendwas. Aber dazu später mehr in ein richtiges Interview, nicht in so ein Rap-Portal. Ich mach's jetzt wie du. Das ist der Unterschied zwischen Bonnie M. und Bushido. Beides fake. Jetzt kommen wir zum Thema diese 31er-Geschichte. Das wurde natürlich gut vertuscht von der Bild, vom LKA und von dir, Bushido, weil du die Story gegeben hast. Und das überall, ja, geschrieben wird, ich hätte verpfiffen. Ich biete euch eine Sache an. Ich hole 1 Million in bar. In bar. Okay? Genau, ihr hört richtig, in bar. Wenn ich jemand verpfiffen habe, wenn ich Aschler verpfiffen habe oder Faisal verpfiffen habe, ich zahle die Strafe von Bushido. Ich will gar nichts mehr von dir. Absolut gar nichts. Dann, wie du dein Wort gebrochen hast, obwohl wir uns geeinigt haben und wir im Guten aufgestanden sind, hast du im Nachhinein dein Wort gebrochen und hast gegen mich geschossen. Ich wehre mich nur, nichts anderes. Ich werde endlich mal einen Heuchler so enttarnen wie Bonnie M. Okay, jetzt kommen wir zu Shindy. Wir haben uns mit den Künstlern, müsst ihr euch vorstellen, im März getroffen. Diese Trennungsphase, nur zur Info, ja, die geht seit August letztes Jahres. Das ist nichts Neues. Okay, August letztes Jahres. Dann haben wir uns im März hier getroffen. Ich möchte nicht jetzt speziell darauf eingehen, wieso, warum, weshalb. Das kommt alles noch, ja. Intensiv sogar. Aber die Shindy-Geschichte. Du sagst in Interviews, Shindy, er war nie weg. Er ist immer noch Idiot. Das Bild, du bestellst ihn hierher nach Berlin mit seinem Kumpel. Setzt du dich mit deiner Heuchlerpartei hin und fängst ihn an zu erpressen, obwohl wir uns hier saßen und hier unterzeugen, wie Lars, wie AK, wie Samra, wie Ali, wie ich, wie du, wie die Sekretärin und viele, viele mehr. Und zwei Augen mit Ton. Dann haben die Künstler die Chance gehabt, zwischen dir
und mir zu wählen. Der Einzige, ja, der deinen Namen genannt hat, ist der, der gerade bei dir ist. Dem du böse Ausdrücke gesagt hast. Sehr, sehr böse. Aber nicht schlimm. Dazu viel später. Shindy hat gesagt, er will nichts mit dir zu tun haben. Obwohl Shindy dein Herzschrittmacher war. Jahrelang Herzschrittmacher. Er hat keinen Bock mehr auf Herzschrittmacher zu sein. Ja? Hast ihn seine Dreams-Tour. Du wolltest nicht, dass er auf Dreams zugeht. Weil deine Zahlen so pervers schlecht waren. Weil du Angst hattest, enttarnt zu sein. Dass deine Konzerte leer sind. Unter 500. Hart. Böse. Dann hast du dich krankgeschrieben. Dazu auch später. Es geht hier um Shindy. Dann habe ich dir angeboten, du kannst alle Künstler nehmen. Lass uns einigen. Nein, willst du nicht. Nicht du willst nicht, die Künstler wollten nicht. Entschuldigung. Ich revidiere. Du Heuchler, du. Weil Heuchler hält nicht sein Wort, bricht sein Wort. Und ein Heuchler will immer, dass er draußen so aussieht, dass er immer cool ist. Ich bin ich hier und du armer Kerl. Und ey, tut mir einen Gefallen. Hört euch Mephisto an. Weil er redet in Ich-Form. Mephisto am 14.09. Und nein, und du kannst das LKA sagen, ich muss das dazu leider sagen, die waren gestern bei uns wieder im Café und haben uns eine Gefährdeansprache wegen dem Mephisto-Heuchler gemacht. Aber hört euch das Lied an. Also, dann hat Bushido, ist bald zu Ende, ja. Dann hat Bushido, was hat Bushido gemacht? Hat gesagt, aber Arafat, Shindy haben wir zusammen aufgebaut. Ja, obwohl Shindy nie mit dir Kontakt hatte, nur wenn er Alben schreiben musste. Dann habe ich gesagt, hast du recht, Bushido. Er gehört dir und mir, also nicht menschlich dir und mir, businessmäßig. Dann habe ich gesagt, unter einer Bedingung. Dann hat Bushido gefragt, ich rede jetzt wirklich so in Kindersprache, dass ihr das versteht. Wenn jemand mal Shindy disst, angreift, beleidigt, also raptechnisch, dann erwarte ich von dir, Herr Heuchler Bushido, dass du ihn verteidigst. Was hast du geantwortet? In mein Leben nicht werde ich zwei gewisse Leute angreifen und verteidigen. Weißt du, wen er meint damit? Ja, Kolle. Ja, Farid. Er hatte Todesangst vor euch beiden. Todesangst. Ja, ich kann es beweisen. Weißt du was? Ihr hört das aus seiner Stimme. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Heuchler. Dann hab ich gesagt, wie willst du Geld verdienen von Shindy, wenn du ihn nicht mal verteidigen willst? Willst du die Eier schaukeln und Geld verdienen? Dann hast du wörtlich gesagt, stopp. Ich bin raus, aber ich werde ihn noch nicht verteidigen. Dann habe ich dir gesagt, Bushido, wir bleiben aber alle Brüder und Freunde. Ja, bist aufgestanden, Küsschen hin, Küsschen her, alles cool, alles easy. Hin, her, Zeit vergangen. Dann hast du deinen Herzschrittmacher angeschrieben und hast gesagt, wir müssen einen gewissen Vertrag auflösen, den wir schon vorher zerrissen haben. Shindy war, naja, so blauäugig, hat ihn mal fotografiert und hat ihn geschickt. Bop, fing die Erpressung an. Ich habe einen Vertrag, ich lasse dich nicht raus. Bla, 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 bla. Also kam Shindy nach Berlin, wollte sich einigen mit ihm, wollte ihm sagen, hey, wir haben uns doch geeinigt, wir saßen, machen, tun, also warum machst du das? Ja, geht nicht, du wolltest erstmal 1,5 Millionen haben von Shindy, erpresserhaft. Dann 1 Million, ich gehe gegen dich vor 4 Jahren, kannst du gar nichts machen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, hat man sich geeinigt, wo gewisse Leute gesagt haben, ja, aber Arafat muss auch am Tisch. Ja, kein Problem. Unter einer Bedingung. Lass uns einen Song machen, Batman und Robin. Aber den möchte ich haben auf mein Album, dass alle Leute denken, wir sind cool miteinander. Und dann entstand das Bild. Okay? Und alles Weitere. Intensiv. Intensiv. Ich werde dich enttarnen. Du bist eine Mogelpackung Heuchler pur. Bis später. Und ach so, eine Sache noch. Sei doch Manns genug und benutze deine Eier und nicht die Eierstöcke von deiner Frau.